Helio Axtrin jetzt, Zentrum zu. Mein Name ist Pascal Thüler. Bin seit 2012 bin ich hier im Bündner Fußballverband tätig für Junioren von U12 bis U16. Und zuständig eigentlich für Planungen und Trainingsausführung. Wir gehen nur zwei Kontakte raus, dann passiert das nicht. Ja, sicher. Wenn der Virus schon seit Geburt eigentlich drin ist, dann sind alle 4 Jahre sind ja noch die Highlights. Und die WM werde ich sicher verfolgen. Ja. Ja, doch schon auch für die Schweiz. Ja. Also das ist klar. Wenn man mal für die Mannschaft gespielt hat, dann das Herz blüht. Also will ich sagen, man hofft, dass sie weit kommen, aber es wird schwierig, da. Ja, und offensiv doch. Jawohl, ja, allgemein sind wir in der Schweiz eine Ausbildungsliga. Man sieht es an der WM, an den Nominationen, wie viel das jetzt an die WM geht. Das ist ja nur der Michi Lang. Und mit dem müssen wir uns abfinden, das ist unsere Aufgabe, die Junioren weiterzubringen. Und den Schritt nachher müssen sie schlussendlich dann nach dem BFV machen, nach der U16 oder dann später, wenn es dann richtig Profitum geht. Wir sind am Kämpfen mit der Wohlfühloase. Den Spielern, klar, sie haben ihr Hobby. Und den Fußball haben ihren Traum noch. Aber sie müssen vermehrt von sich mehr wählen, mehr sich aus dieser Komfortzone herausbewegen und dort hingehen, wo es weh tut. Weil sonst werden sie nie die Chance haben, noch einmal zu weiterkommen. Ich muss sagen, ich hatte wirklich 15 schöne Jahre. Und Highlights sind natürlich, ja, Meistertitel, Champions League spielen, Länderspiel natürlich. 4-2, die wir gewonnen haben, im 94 gegen Schweden nach der WM. Ja, das sind schon ein bisschen Highlights. Ja. Also, ein speziell rausnehmen, ja, ist noch schwierig. Aber sag jetzt, als Ostschweizer ist natürlich der Meistertitel mit St. Gallen, wird es schon fast zu oberst sein. Ja.